Gesegnete Herr Minister Spahn, ich freue mich mit allen Anwesenden hier im Raume, Sie hier im Gesundheitspark Leverkusen erneut herzlich willkommen zu heißen. Es war wieder einmal. So viel Zeit bis dahin, genau, vielen Dank. Es war wieder einmal unser verehrtes Mitglied des Bundestages, Herr Helmut Nowak, der den Kontakt erfreulicherweise hergestellt hat. Vielen Dank dafür. Schön, dass Sie, Herr Minister Spahn, den Gesundheitspark Leverkusen, Ihre heutige NRW-Tour bei vielen anderen Terminen noch mit einbinden konnten. Ich freue mich, dass Herr Nowak seine CDU-Freunde angesprochen hat und ihm eine stattliche Anzahl städtischer Mandatsträger und Vertreter der Stadt- und Landesparlamente hierher gefolgt sind. Ich begrüße Sie hiermit in toto und bitte für die Kurzform der Vorstellung um Verständnis, da wir uns inhaltlich und zeitlich auf unseren Bundesgesundheitsminister konzentrieren möchten. In der guten, vielleicht sogar knappen Stunde, die uns zur Verfügung steht, wollen wir Ihnen, Herr Minister Spahn, die maximale Redezeit einräumen, um möglichst viel zu erfahren von den kurz- und mittelfristigen Zielen der Bundespolitik für das Gesundheitswesen. Ich darf Sie aber auch auf die weitere Zusammensetzung hier im Saal aufmerksam machen und gleichzeitig damit begrüßen, da es zunächst der Aufsichtsrat dieser städtischen Tochter Klinikum Leverkusen, dann die Klinikdirektoren mit ihren Oberärzten, Mitarbeiter des Pflegedienstes, der Verwaltung, der Betriebsrat ist hier vertreten. Und da unser Gesundheitssystem nur gut funktioniert, wenn auch viele Partner miteinander vernetzt sind und zusammenarbeiten, haben wir einige Ärzte und Vertreter auch von außerhalb des Gesundheitsparkes gerne eingeladen. Sie werden repräsentiert von dem örtlichen Vorsitzenden der Kassenärztlichen Vereinigung. So, und jetzt soll die Vorrede schon am Ende sein. Wir freuen uns alle, Sie hier zu haben, Herr Minister Spahn. Einer unter uns möchte diese Freude in einem kurzen Wort nochmal unterstreichen. Ich gebe daher kurz ab an den Kreisvorstandsvorsitzenden der CDU, Herrn Schönberg. Bitte schön. Vielen Dank, Herr Zimmermann. Ich weiß, wir sind knapp in der Zeit. Wir wollen den Minister hören, aber ein paar Worte sollen es doch noch sein. Ich danke natürlich zunächst mal Herrn Zimmermann, dass wir diese Veranstaltung heute hier im Klinikum an passendster Stelle ausführen können. Natürlich danke ich auch sehr Helmut Nowak, dass er den Minister angesprochen hat. Und ganz, ganz besonders danke ich natürlich Herrn Minister Spahn, dass er es möglich gemacht hat in schweren Zeiten, in seinem Amt hat er viel zu tun. Er ist sicherlich als ganz besonderer Aktivposten in dem Kabinett zu sehen. Vielleicht ist das nicht immer jedem hier im Saal alles immer perfekt recht, was Herr Minister Spahn macht. Aber ich glaube, er trägt mit seiner Arbeit in hohem Umfang der sich veränderten Gesellschaft und den Anforderungen Rechnung und bringt sehr viel frischen Wind in dieses Ministerium. Und deswegen freue ich mich sehr auf Ihre Rede. Insbesondere in Anbetracht der Tatsache, dass Sie auch noch politisch in angespannten Zeiten leben und da auch voll irgendwann stimmt. Ich freue mich sehr auf Ihre Rede. Herr Zimmermann. Bitte schön, Herr Spahn. Ich glaube, es geht so, oder? Zumal ich ja hier, ich weiß gar nicht, das dürften viele Krankenhäuser langsam neidisch werden. Ich bin, glaube ich, zum dritten Mal hier bei Ihnen in Leverkusen. Ich habe noch nicht alle anderen 2000 Krankenhäuser in Deutschland besucht. Insofern muss ich ein bisschen aufpassen, dass das alles fair verteilt bleibt. Letztes Mal war allerdings etwas weniger los hier medial, als wir hier waren. Ich freue mich sehr, dass der Helmut Nowak dran geblieben ist. Im positiven Sinne hartnäckig immer wieder gesagt hat, dass ich doch einmal mehr hier zur Diskussion vorbeischauen sollte. Der Rüdiger Scholz, der sowieso als Kollege aus dem Landtag auch immer sagt, dass ich ein Augenmerk auf Leverkusen haben soll und mich das heute in die besondere Lage bringt, dass ich von Kerpen nach Düren über Leverkusen fahre.
Ob das jetzt per se Zeit spart, werden wir dann nachher noch auf den weiteren Wegen sehen. Sag Ihnen aber gleich von weg, dass ich nachher etwas früher los muss. Sie haben mitbekommen, es ist gerade ein bisschen mehr los, als los gewesen war, als wir den Termin geplant haben. Aber das, glaube ich, ist okay. Dann, wenn ich mich jetzt versuche, kompakt zu fassen und wir auch schnell in die Diskussion kommen. Gleichwohl ist mir eins wichtig, auch angesichts der gesamtpolitischen Lage. Weil das, was wir in Thüringen, in Erfurt gesehen haben, sehen, das, was ja auch die Frage an die Volksparteien ist, Union wie SPD insgesamt, wie viel Bindekraft sie noch haben, auch in die bürgerliche Mitte hinein, das ist ja alles eher Symptom eines massiven Vertrauensverlustes, dass wir in Thüringen einen Landtag haben, wo ohne Linke, AfD keine Mehrheit möglich ist, wo CDU, SPD, Grüne und FDP nicht mal mehr auf 50% kommen zusammen. Das ist ja der eigentliche Ausgangspunkt, der eigentliche Befund, um den es geht. Und eben nun die Frage, wie dieses Vertrauen, das da verloren ist, zurückgewonnen werden kann. Ich habe heute Morgen schon mit Pflegekräften in Düsseldorf in der Uniklinik diskutiert. Und das, was ja für das Land insgesamt, für die Gesellschaft insgesamt gilt, gilt ja auch in Bereichen des Gesundheitswesens. Dass die allermeisten ja gar nicht die Frage interessiert, wer da jetzt gerade Parteivorsitzender ist oder wird, oder der Gesundheitsminister ist, selbst das interessiert gar nicht so viele, sondern vor allem die Frage, ob die, die da politisch Verantwortung tragen, eine Idee davon haben, wie es im Alltag ausschaut, für Pflegekräfte, Ärzte, Patienten, viele andere. Und ob wir vor allem einen Unterschied machen wollen und können. Durch Entscheidung. Und das gilt eben auch für andere Bereiche. Nach meinem Dafürhalten ist der Vertrauensverlust vor allem begründet auch in einem Verlust an Vertrauen in die Funktionsfähigkeit des Staates in Kernaufgaben. Es geht ja zuerst um Geld. Habe ich mir einen Flughafen fertig gebaut? Habe ich einen Arzttermin in akzeptabler Zeit, in akzeptabler Nähe? Lieferengpässe, gerade ein großes Thema, mit dem ich mich gerade noch beschäftigt habe, in den Apotheken. Haben wir Kontrolle an unseren Grenzen, wer Deutschland und Europa betritt? All das sind ja Fragen, wo es vor allem darum geht, funktioniert Staat eigentlich, wie er soll. Und Vertrauen können Sie dann nur zurückgewinnen, das ist meine feste Überzeugung jedenfalls, indem wir die Dinge besprechen in guten Debatten. Zu einer guten Debatte gehört übrigens auch mal eine Sekunde lang zu unterstellen, auch der andere könnte recht haben. Das fällt nicht nur bei Facebook immer schwerer. Und übrigens auch eine andere Meinung mal einfach stehen zu lassen. Man kann einen schönen Nachmittag miteinander verbringen, ohne dass man immer einer Meinung sein muss. Das geht zusammen. Kompromisse wertzuschätzen und nicht immer gleich in Absolutheiten zu sein. Oder jeder Kompromiss, jedes nicht 100% erreichen, gleich Volksverrat ist, Verrat an der Idee. Das klappt ja schon morgens in der Familie beim Badbesuch meistens nicht ohne Kompromiss. Im Klinikalltag sowieso nicht und in der Politik dann eben auch nicht. Also gute Debatten führen, wie wir, das habe ich gerade mit Schülern in Kärnten diskutiert. Die haben mich eingeladen zu einer Diskussion zur Organspende. Wie es bei der Organspende, wie ich finde, gelungen ist, eine gute Debatte zu führen, die eben nicht sagt, die Position ist gleich irgendwie moralisch gut oder schlecht, sondern da geht es um unterschiedliche Güter, unterschiedliche Perspektiven, die Sicht der Patienten, ihrer Angehörigen, die warten, die Sicht derjenigen, die wir in der Debatte jedenfalls verpflichten wollten, stärker sich entscheiden zu müssen, und dann muss man das gegeneinander abwägen. Und Sie wissen, dass ich mir eine andere Entscheidung des Bundestages in der Sache gewünscht hätte. Aber es ist zumindest über 12 Monate lang gelungen, eine Debatte wirklich in die Gesellschaft zu tragen, wo am Mittagstisch, auf Arbeit, in der Nachbarschaft diskutiert worden ist über diese Frage. Wo wir an der Zahl im Übrigen der beantragten Organspendeausweise ja auch sehen, dass tatsächlich mehr sich zumindest mal mit einer Entscheidung beschäftigt. Allein das ist ein Wert an sich, gut geführte Debatte. Gleichzeitig ist aber mindestens genauso wichtig zum Vertrauen zurückgewinnen, dass aus einer Debatte dann auch eine Entscheidung folgt. Nichts ist schlimmer als diese Debatten ins Nirvana. Alles wird diskutiert, aber nie wird entschieden. Und das ist ja am Ende eben auch das, womit wir etwa in der Pflege über Jahre eine Spirale an zu vielen Stellen jedenfalls in die falsche Richtung gegen Vertrauen zurückgewinnen können. Indem wir Schritt für Schritt die Dinge verändern. Jetzt ist die Wahrheit, 50.000 bis 80.000 Pflegekräfte in der Kranken- und Altenpflege fehlen. Das schaffen wir nicht in 3 oder 6 Monaten. Schon gar nicht bei dem leergefegten Arbeitsmarkt. Deswegen haben wir eben gesagt, erste wichtige Signale, jede zusätzliche Pflegekraft an den Kliniken wird finanziert.
seit dem 1.1. diesen Jahres die Pflege rausgenommen aus den Fallpauschalen in die Selbstkostenfinanzierung, auch als klares Signal. Ich weiß, dass dann einige mir mal sagen, ist ja schön, wenn sie Stellen schaffen, aber wir müssen es auch besetzen. Ja, das weiß ich auch. Und ein qualitativer Unterschied ist es schon, dass die Stellen jetzt zumindest mal finanziert sind. Das war vor 2 oder 4 Jahren nicht so. Dass in der Ausbildung die Dinge verändern. Seit dem 1.1. mit einer neuen Ausbildung, nirgendwo mehr Schulgeld in Deutschland, regelhafte Ausbildungsvergütung. Perspektiven für die Auszubildenden erweitert haben. Dass wir mit Personaluntergrenzen, ich weiß, die sind nicht überall beliebt. Aber es war ja auch immer eine berechtigte, nachvollziehbare Forderung aus Sicht der Patienten, was Versorgung angeht. Es geht ja um Patientensicherheit vor allem beim Thema Untergrenze, aber eben auch aus Sicht der Pflegekräfte, was denn dann die Frage angeht, wie viele Kolleginnen und Kollegen sind denn dann eigentlich da. Aber gerade bei so einem Thema wie Personaluntergrenze sehen Sie dann schon in einer Zeit mit einem leergefegten Arbeitsmarkt. Heute Morgen haben alle Verdi-Demo Düsseldorf. Sollte doch endlich Personalbemessung einführen, nicht nur Untergrenzen. Das sage ich, dann mache ich gerne nächste Woche. Die Wahrheit ist, Personalbemessung einführen, ohne dass auf dem Arbeitsmarkt Pflegekräfte sind, heißt, am Ende den dritten Schritt vor dem ersten zu machen. Und im Übrigen ja die Probleme, die wir dann phasenweise haben, wer muss sich abmelden, Intensivstation, anderes mehr, noch zu vergrößern. Das muss jetzt eben gelingen gerade, Schritt für Schritt, durch konkrete Maßnahmen, es besser machen, dann mögen sich viele in der Pflege bleiben, sich entscheiden zurückzukehren, die Stundenzahl vielleicht wieder zu erhöhen. Dann sagen die einen mir, ich erhöhe dann die Stundenzahl der Spahnenden aus der Teilzeit heraus, wenn die Arbeitsbedingungen besser sind. Dann sage ich, die Arbeitsbedingungen werden nur besser, wenn ein paar die Stundenzahl erhöhen. So, und deswegen sind wir da gerade in so einer Henne-Ei-Problematik miteinander, wo wir eben Schritt für Schritt für Schritt uns rausarbeiten. Zweites Thema, und dann bin ich schon bei der Diskussion, alle Themen können wir dann ja in der Diskussion die weiteren ansprechen. Wo mir das aber wichtig ist, durch Entscheidungen Unterschied zu machen, ist das Thema elektronische Patientenakte, Gesundheitskarte. Ich nenne das ja immer so den Berliner Flughafen des Gesundheitswesens. Es glaubt ja seit 15 Jahren niemand dran, winken alle immer ab, wenn wir darüber reden, dass das jemals fliegt. Und nirgendwo in Deutschland wird noch so viel gefackt wie im Gesundheitswesen. Und um auch da im 21. Jahrhundert und im dritten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts anzukommen, brauchen wir eben endlich auch eine elektronische Patientenakte. Und das haben alle Ressourcen gebündelt, auch Dinge verändert, Entscheidungen, sodass es zum 1.1. da arbeiten wir jedenfalls mit Hochdruck dran starten kann. Und ich sage Ihnen jetzt schon, die wird noch nicht perfekt sein am 1.1. Es wird manche Akte oder Papier-Entlassbrief noch als PDF vielleicht im ersten Moment nur abgespeichert. Und noch nicht so, wie man es ideal sich wünscht. Aber vor die Frage gestellt, warten wir jetzt nochmal, haben die Kollegen mir im Ministerium gesagt, Herr Minister, wenn Sie uns 3 Jahre mehr geben, wird es perfekt. Dann habe ich gesagt, das ist genau der Grund, warum niemand fertig wird in diesem Land, weil wir immer erst starten, wenn es perfekt ist. Datenschutz, Datensicherheit muss perfekt sein, da bin ich auch ganz klar sortiert. Aber die Frage, ob in den Anwendungen schon alles da ist oder ob wir nicht schrittweise das auch weiterentwickeln, da bin ich sehr dafür, dass wir jetzt mal anfangen mit den ersten Daten und das dann schrittweise immer weiter erweitern. Impfpass, Mutterpass, Notfalldaten und dann irgendwann eben die Akte komplett ist und dann auch komplett digital genutzt und ausgewiesen wird. Also auch an dem Thema arbeiten wir mit viel Hochdruck. Oder dass wir das erste Land auf der Welt sind, wo es Apps, digitale Apps auf Rezept gibt. Ich weiß ja, dass dann einige immer abwinken, aber es gibt mittlerweile Studien für Psychotherapie, für bestimmte chronische Erkrankungen, macht die App tatsächlich wie das Arzneimittel einen Unterschied. Sogar Studien zu lassen. Wir sind jetzt das erste Land auf der Welt, wo wir nicht nur sagen, wir bewerten die, sondern wir machen sie dann, da geht es nicht um den Schrittzähler, sondern wirklich um was, was einen Unterschied macht, auch für die Kassen leistbar, wenn bezahlt. Telemedizin und Online-Sprechstunde. Ich weiß ja, dass dann einige in der Ärzteschaft immer abwinken, wenn ich über Online-Sprechstunden rede. Seit September gibt es endlich eine Abrechnungsziffer für Online-Sprechstunden. Und ich kann Ihnen sagen, mit dieser Abrechnungsziffer bin ich mir ziemlich sicher, wird sich was verändern. Muss ja immer jetzt alles abrechenbar sein. In dem Angebot, schrittweise. Und dass ambulante Versorgung und auch Arzt-Patient-Kontakt natürlich an vielen Stellen noch analog Behandlung ist, im wahrsten Sinne des Wortes, Goldstandard. Dass es aber eben auch viele Situationen gibt, wo auch digital viel gelöst werden kann. Und genauso wie Sie sich vor 15 Jahren mit Sicherheit nicht vorstellen konnten, was Sie heute alles mit Ihrem Handy jeden Tag machen, wenn Sie mal einfach überlegen, wie es vor 15 Jahren war und was Sie heute wie selbstverständlich jeden Tag machen. Wird das auch im Gesundheitswesen so sein, in 3 und in 5 Jahren?
Also dann ist mal wichtig, dass wir Schritt für Schritt durch Entscheiden und Umsetzen eben Unterschied machen. Und das ist jedenfalls das beste Rezept, was mir einfällt, um mit Vertrauensverlust umzugehen, die Dinge besprechen, in guten Debatten und dann zu Entscheidungen führen, die im Alltag einen Unterschied machen, die vor allem den Anspruch haben, auch diese 20er Jahre zu gestalten. Also nicht nur irgendwie für die nächsten 4 Wochen und 4 Monate, sondern zu sagen, wir gehen hier gerade ins neue Jahrzehnt und deswegen weiten wir den Blick auch etwas darüber hinaus. Und wenn Sie dafür ein paar gute Ideen haben, dann nehme ich die gerne mit, erst nach Düren und dann nach Berlin. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Herr Minister, wollen Sie stehen bleiben, hier hinsetzen? Das, wenn Sie nicht böse sind, ich sitze den ganzen Tag im Auto. Super, dann bleibe ich auch stehen. Wir haben ein paar Themenfelder vorbereitet und mit den Themenfeldern jeweils auch Personen angesprochen, die dazu einführen werden. Und als erstes ist dran unser Ärztedirektor, Herr Dr. Zumbe. Bitte. Ich stelle mich auch gerne. Ja, also von meiner Seite auch herzlich willkommen und in der Tat zum 3. Mal. Das heißt ja auch schon Bauchtun, wenn man nicht. Als ich heute den Jahresbericht, den der Aufsichtsrat zugestellt bekommt aus dem Jahr 2019 unseres Klinikums gelesen habe, gibt es eine zentrale Zeile in ungefähr 60 Folien, die beschäftigt sich mit dem EPPR. Ein Maß, was ich als Mediziner nicht während des Studiums, auch nicht während der Ausbildung, sondern erst später in Verantwortlichkeit gelernt habe. Und wenn diese Kennzahl nicht gut ist, tun wir uns schwer mit Investitionen. Mein Themenbereich und eine Frage ist, wie Sie sich vorstellen können, dass die Investitionsmöglichkeiten der Kliniken, die doch in erheblichem Maße über die DRG-Erlöse sich hier eine Finanzierung heranschaffen müssen, wie wir vielleicht auch mit politischer Unterstützung es schaffen, dass wir mehr Spielraum bekommen, um das zu tun, was die Länder in unzureichendem Maße uns zugestehen. Also das ist ja ein Thema, das sozusagen an die Grundfesten der Krankenhausfinanzierung geht und auch Teil des Problems ist. Warum haben wir in der Pflege in den letzten Jahren die Entwicklung so gesehen? Nicht nur, aber auch, weil Krankenhäuser gezwungen waren, aus laufenden Erlösen Investitionen zu finanzieren, weil die Länder, und da tun sich jetzt alle 16 Länder nichts in unterschiedlicher Ausprägung, nicht ausreichend Investitionen finanziert haben. Dafür waren aber die Krankenkassen und die KV-Erlöse nie vorgesehen, dass man Investitionen daraus finanziert. Also muss man an irgendeiner anderen Stelle weniger machen. Und das Letzte, woran Sie sparen, das ist jetzt nur Deskription, ist nur Beschreibung, ist kein Vorwurf. Ist ja logischerweise der operierende Arzt zum Beispiel, der löst nämlich die Fallpauschale sozusagen aus. Und im Zweifel schaut man zuerst mal auf Stationspflege. Ist jedenfalls in vielen Krankenhäusern so gewesen, dass dann da im Zweifel die Dinge noch gestreckt wurden, um eben auch Möglichkeiten zu investieren zu haben. Und deswegen bin ich sehr dafür, dass wir mit den Ländern auch nochmal sprechen. Übrigens ja auch das Fallpauschalensystem wird ja sehr grundsätzlich gerade wieder in Frage gestellt. Und das hängt ja schon damit auch zusammen. Wie wollen wir Krankenhäuser eigentlich finanzieren? Und ich halte nichts davon, zur alten Tagespauschale zurückzukehren am Freitag. Ne? Bleiben Sie doch besser bis Montag. Das war jetzt auch nicht per se erfolgreich. Und dann gibt es die sagen, ja, dann finanziert doch die Kosten, die das Haus hat mit seinem Personal, seiner Struktur, seinem Gebäude. Sage ich, eigentlich würde ich lieber finanzieren dahin, wo Patienten gehen und nicht einfach nur, wo eine Struktur steht. Aber wenn man sich überhaupt auf den Gedanken einlässt, dann muss es eine bedarfsgerechte Struktur sein. Also wer sagt, geht doch in die Refinanzierung der Kosten der Häuser voll, muss dann auch eine bedarfsgerechte Struktur haben. Die haben wir nicht in Nordrhein-Westfalen schon mal gar nicht, wenn wir mal ehrlich miteinander sind, sondern an vielen Stellen eher Überkapazitäten, an einigen wenigen Unterkapazitäten und auch in Deutschland insgesamt nicht. Und dann müssen wir halt nochmal neu, und Nordrhein-Westfalen beginnt das ja auch gerade nochmal in einem Prozess, eigentlich definieren, was ist die Grundversorgung in der Fläche, Blinddarm, Lungenentzündung, Notfallversorgung, das, was eben auch gut erreichbar sein soll und muss. Und wo sind auch die komplexeren Eingriffe, die jetzt auch nicht jedes Haus machen muss. Also ich möchte ehrlicherweise keine Krankenhausabteilung, wo 5-mal im Jahr ein Pankreas operiert wird oder 10-mal im Jahr eine Prostata. Das möchte ich nicht aus Patientenschutzgründen, weil wir, wenn wir uns die Qualität anschauen,
da schon Unterschiede sind. Und dass wir dann im Wegkommen von dem jeder macht alles und nichts wird ihn jemals in Frage gestellt. Wenn wir das hinkriegen mit den Ländern, was ein mühsamer Prozess wird, mache ich mir nichts vor, aber nochmal besser zu definieren, was ist Grundversorgung in der Fläche und was ist ein Stück dann eben auch die komplexeren Dinge, die sich dann sozusagen entwickeln bis hin zu der Uniklinik, aber das ist ja dann immer dann, worum es geht. Und das dann auch in der Region jeweils steuern im Angebot, dann kann man sich vielleicht auch mal von einem Fallpauschalenmodell lösen, das ja der Idee im Wettbewerb sagt, Geld fließt dahin, wo der Patient behandelt wird. Aber das ist die Voraussetzung dafür, dass wir bedarfsgerechtere Strukturen haben. Und dieses berühmte Beispiel an einer Stelle in Essen im Umkreis von 20 Kilometern, 50 Häuser, die ich glaube Knie sind, operieren, also die nicht alle brauchen, alle 50 im Umkreis von 20 Kilometern mit dem Angebot, um die Patienten zu versorgen, ist glaube ich offenkundig. So, und diese Steuerungsaufgabe, die müssen wir eben zusammen mit den Ländern angehen. Und dann kann man, glaube ich, auch nochmal anders über das Refinanzierungssystem reden. Das ist auch reell oder ist es eher Wunsch? Das ist ein reeller Wunsch. aber was wir ja sehen, das Spannende ist ja, die Debatte auch zur Krankenhausstruktur, die hat ja mittlerweile noch einen anderen Aspekt bekommen, den viele von Ihnen ja auch im Alltag erleben. Das ist nämlich die Fachkräftesituation. Es geht gar nicht sozusagen nur um Geld, sondern es geht zum Zweiten auch um Qualität. Den Teil, finde ich, müssen wir in die Bevölkerung auch mal stärker reinkriegen. Es geht nicht nur darum, dass es gut erreichbar ist, das Haus, sondern auch gut. Ich sage immer, wenn Sie in ein Krankenhaus kommen und die sagen, so einen Fall wie Sie haben wir schon lange nicht mehr, da fühlst du dich nicht wohl. Und das Dritte ist die Personalsituation. Alle haben im Moment die Decke zu kurz. Und dann stellt sich eben auch die Frage, wie wir denn die begrenzten Ressourcen ärztlich, pflegerisch, in den anderen Gesundheitsberufen nicht doch besser nutzen können, wenn wir Strukturen mal zusammenlegen, als dass jeder seins macht. Also mittlerweile wird diese Debatte sogar auch aus der Fachkräfteperspektive mit getriggert, wenn Sie so wollen. Deswegen ist es zumindest reeller geworden, tatsächlich auch zu Veränderungen zu kommen. Nur abschließend wollte ich meine Sorge zum Ausdruck bringen, ich bin ja so viele Jahre hier, mit welchem Druck Mitarbeiter hier arbeiten. Und ich glaube, das sind nicht das einzige Krankenhaus, sondern es wäre gut, wenn eben nicht nur reine Marktprinzipien zu der Neustruktur führen, sondern eben auch politische Entscheidungen und Willenskraft, das umzusetzen. Das wünschte ich mir. Das ist das Ziel. Aber wie gesagt, da müssen wir halt mit den Ländern gemeinsam hin. Und vor allem, wenn ich so einen Satz sage, wie wir haben tendenziell eher eine Überkapazität, dann weiß ich doch genau, wie der ankommt, wenn jetzt der wieder in der Überschrift dann irgendwo steht. Die gar nicht gemeint sind, sind sofort in Sorge. So das einsame Haus in der Eifel oder so, das offenkundig eigentlich notwendig ist, aber da ist die Debatte dann, oh Gott, unser Haus ist aber nicht zu viel. Die waren aber gar nicht gemeint. Also Leverkusen war natürlich auch nicht gemeint, aber in Köln, Düsseldorf, Münster, Essen habe ich genannt, eher im großstädtischen Ballungsraum haben wir zumindest die Debatte, auch im weiteren Umfeld dann mal. Und bei den Diskussionen fühlen sich immer die gemeint, die gar nicht gemeint sind, und umso wichtiger ist es zu steuern, das nicht einfach nur passieren zu lassen. Vielen Dank, Herr Minister. Der nächste Themenblock, da möchte ich vielleicht kurz einführen, weil nicht jeder kennt das System an sich. Wir haben ein duales System, wir haben eben gehört, für die Investitionen ist originär das Land zuständig, für die Betriebskostenabdeckung die Krankenkassen über ein sogenanntes Budget. Dann hat man leicht die Vorstellung, eine Budgetverhandlung geht im Vorhinein, so ist zumindest auch der gesetzgeberische Ansatz, und vor allen Dingen geht es in einer Budgetverhandlung um Geld. Im Wesentlichen geht es aber um die Vereinbarung von Leistungen, und in den letzten Jahren hat sich eingestellt, dass wir erst dann verhandeln, wenn das Jahr vorbei ist. Da gibt es eine Menge Probleme, die damit verbunden sind. Und hier würde ich gerne mal die Sicht des Onkologen zu hören, zu der Prospektivität von Budgetverhandlungen. Herr Professor Krug. Ja, guten Tag, Herr Spahn. Krug ist mein Name. Ich vertrete die medizinische Onkologie, die internistische Onkologie im Klinikum. Die beschäftigt sich halt mit medikamentöser Tumortherapie. Am einen Ende haben wir die Medikamente aus den 50er, 60er Jahren, wo der Patentschutz abgelaufen ist, wo es ganz wenige Herstellungsorte gibt. Da wird Frau Heinkes vielleicht noch drauf angehen. Und auf der anderen Seite haben wir die Medikamente, die mit immensen Kosten in den Markt drängen, mit Therapiekosten im 20.000, 30.000 Euro Bereich. Für diese Medikamente
gibt es ja noch keine extra Vergütung, also kein Zusatzentgelt, wenn die neu in den Markt kommen. Ich erkläre das mehr für die anderen, nicht für Sie. Und so, dass die im Rahmen einer neuen Untersuchung und Behandlungsmethode festgelegt werden. Da gibt es verschiedene Staaten und ein LUP-Status 1, neue Untersuchung und Behandlung, heißt, dass dieses Medikament prinzipiell verhandelt werden kann. Jetzt ist es so, wie Herr Zimmermann schon sagte, die Verhandlungen über die Medikamente finden erst nach Ablauf des Jahres statt. In der Onkologie gibt es im Moment akute Probleme, weil sich nach 30 Jahren ohne medizinischen Fortschritt jetzt bei den akuten Leukämien, also bei den wenigen wirklich onkologischen Notfällen, eine Entwicklung angedeutet hat, dass mehrere Medikamente auf den Markt gedrängt sind, die auch einen erwiesenen, also einen in Studien gezeigten Nutzen haben und die am ersten Tag einer akuten Leukämiebehandlung eingesetzt werden müssen. Wenn wir jetzt keine prospektiven NUP-Verhandlungen haben, dann haben wir dieses 24.000-Euro-Medikament, Frau Heinkes kennt das Lied, wir haben aber keine Krankenkassenzusage, dass wir das einsetzen dürfen. Im Gegensatz zu Kliniken, den Universitätskliniken, die das prospektiv verhandeln können, die kriegen dann meinetwegen fünfmal dieses Medikament im Jahr zugelassen, haben wir keins. Wir können Antrag bei der Krankenkasse stellen und unter Onkologen ist die Leukämie, die üblicherweise antritt, nicht ohne Grund als die Freitagsleukämie bezeichnet, weil solche Notfälle nämlich immer freitags um 15 Uhr auftreten. Dann werden sie von anderen Krankenhäusern zugewiesen, die Panik kriegen. Freitags um 15 Uhr versuchen sie mal, jemanden von der AOK ins Telefon kriegen, dass wir heute ein Medikament für 24.000 Euro kriegen. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit und es ist leider auch in Studien gezeigt, dass jeder Tag Therapieverzögerung bei diesen Patienten, wie zum Beispiel Warten auf die Medikamentenzusage, eine Erhöhung der Mortalität ausmacht. Das ist also mit Überleben. Das heißt, da geht es wirklich für jeden Tag, den wir warten auf die Zusage, um Patientenleben, die wir im Prinzip gefährden, weil wir diese prospektiven Behandlungen nicht durchführen können. Also erstmal ist ja dann am Ende die Frage, wie oft denn dann die Kasse tatsächlich die Zahlung verweigert, was ich mir schlechterdings in diesen Situationen überschaubar oft vorstelle. Also einen Fall hatten wir schon. Ich kann nur den einen Fall sagen und das war eben ja, aber 28.000. Überschaubar oft vorstellen kann, ich nehme es gerne nochmal mit. Andersrum ist jetzt auch die Wahrheit, dass die Krankenhäuser durchaus ja auch ein Stück von der Frage, Leben ist jetzt ein großes Wort, profitieren, dass sie Arzneimittelpreise halt verhandeln. Ich meine, in den außerklinischen Bereich gibt es die Arzneimittelpreise festgelegt und sie kaufen eben an vielen Stellen deutlich unter den Preisen ein, die in anderen Bereichen gezahlt werden. Dafür geht es aber halt ins Gesamtbudget dann hinein und ist dann eben Bestandteil auch der entsprechenden Verhandlung. Und die Frage, ob denn nicht die Medikamentenpreise denn dann lieber die sein sollten, dafür aber fest und fix und planbar, die für den ganzen Rest des Gesundheitswesens gelten oder nicht, das ist jetzt auch eine uralte Debatte der Krankenhausfinanzierung, weil sie natürlich an anderer Stelle auch profitieren von diesen Unterschieden, um es mal so zu formulieren. Aber gerade für neue Medikamente hochpreisig verstehe ich ja den Punkt, den Sie da machen. Also ich nehme es gerne nochmal mit, wir haben das gleiche Thema ja bei den Gentherapien noch viel extremer, wo es ja auch nicht um 20.000, sondern um 300.000, 500.000 Euro denn dann geht und die Frage, wie die finanziert werden, aber auch wie wir im Übrigen abbilden, dann auch die Erkenntnisgewinne, die wir daraus erzielen wollen. Wir haben jetzt festgelegt per Gesetz, dass Gentherapien grundsätzlich keine Methoden sind, sondern Arzneimittel, um sie auch in das gesicherte Nutzenbewertungsverfahren zu bringen, also dass man wirklich schaut, auch dass es ein Verfahren mit den 12 Monaten gibt, wie beim Arzneimittel, und wir nicht bei diesen ganzen hochpreisigen Gentherapien 2-, 3-, 5-jähriger Luft hängen, sozusagen in der Frage der Bewertung. Also wir haben das sehr im Fokus, aber ich nehme das gerne nochmal auf das Thema Refinanzierung. Vielen Dank. Ja, prima. Sie haben darum gebeten, Ihnen das mitzugeben. Das ist jetzt ein Punkt. Vielleicht auch der Nächste, der Betriebsrat, hat eine Frage. Wir haben gestreift Fachkräftemangel. Wir sind sehr froh, dass die Qualität der Pflege im Raum steht und zu einer Personalstärkung geführt hat. Aber der Betriebsrat fragt sich, ob das ausreicht. Bitte schön, Herr Stütter. Entschuldigung, erstmal Mikro nehmen. Ja. Wir reden über die Themen bessere Arbeitsbedingungen, wir reden über die Themen eine größere Patientensicherheit und wir reden natürlich auch über die Problemlagen, die jetzt mit der neuen Untergrenzenverordnung aufgekommen sind, dass wir auch dann temporär immer wieder schon mal Betten zumachen müssen in vielen Häusern. Die Untergrenzenverordnung wirkt ja in die Patientensicherheit hinein und die Schließung ist natürlich etwas problematisch. Jetzt gibt es einen neuen Gegenentwurf oder Ersatzentwurf, wenn man es so nennen will. Der Deutsche Pflegerat, Verdi,
Sie haben es gerade aus Düsseldorf so ein bisschen berichtet, da hatten Sie wohl schon das Thema. Und die Deutsche Krankenhausgesellschaft hat ja diesen Entwurf Ihnen zugeleitet in Ihr Haus. Meines Wissens am 13. Januar erstes Gespräch mit Ihnen. Innerhalb von 4 Wochen, wenn ich richtig informiert sollte so eine grobe Sichtung sein, habe ich zumindest gelesen in das Krankenhaus, Ausgabe 220. Und ja, ich lese das, ob stimmt, weiß ich nicht, da können Sie mir sicher was dazu sagen. Moment, jeden Tag irgendwas erfahren. Schön. jedenfalls, es wird Ihnen empfohlen, das Ganze als bundeseinheitliche Regelung und als verpflichtende gesetzliche Regelung frühestens möglich ab 21 einzuführen. Wie ist die Haltung in Ihrem Haus? Also, erster Teil, wir haben natürlich die Diskussion zur Personalbemessung und diejenigen, die schon was länger dabei sind, wissen, dass es diese berühmte PPR in den 90er Jahren mal gab für die Pflege als Personalbemessungsinstrument. Was halt nicht klappt, dass also der Pflegerat und Verdi selbst und die DKG ist, jetzt einfach zu sagen, wir können jetzt so schon starten mit dem, was da erarbeitet ist. Da fehlen wichtige Teile, Intensiv fehlt zum Beispiel, ich glaube, Psychiatrie fehlt, Notfallbereich. Und du musst das Ganze, man muss das Ganze ja auch noch aus den 90ern sozusagen auf die 2020er dann auch umrechnen und dann im Praxisbetrieb auch erstmal ein paar Kliniken, damit es gut ist, damit es handelbar ist. 44 Referenzhäuser? Ja, aber 44 Referenzhäuser ist jetzt bei 2000 Krankenhäusern schrittweise uns entwickeln. Nichtsdestotrotz bin ich ja bereit. Also Sie merken ja, ich sage ja nicht auf keinen Fall. Ich will Ihnen nur eins sagen, das habe ich ja auch den Kollegen da gesagt. Das Versprechen, das wir jetzt im Gesetz haben, jede zusätzliche Pflegekraft wird finanziert, ist eigentlich umfassender, als zu sagen, wir finanzieren etwas, was in Pflegepersonalbemessungsberechnungen sozusagen als Pflegebudget sich ergibt. Gleichwohl glaube ich, dass der Weg in der Mittelfrist richtig ist, weil wir dieses Versprechen, jede Pflegekraft wird finanziert bei einem Arbeitsmarkt, der ist, wie er ist, und dann werben die sich alle mit 10.000, 20.000 Euro Prämie die Pflegekräfte ab, das hält ja keiner auf Dauer durch, sondern müssen schon eigentlich tatsächlich, da bin ich ja bei Ihnen, zu einer besseren sozusagen Bemessung, Herleitung, was ist eigentlich ein guter Pflegekraft, Besatz denke ich jetzt furchtbar, eine gute Ausstattung mit Pflegekräften für das jeweilige Krankenhaus angesichts der Patientenzahlen und der Leistung, die da erbracht werden. So, insofern bin ich bereit zu dieser Diskussion und das auch zusammen umzusetzen. Es bleibt nur eins wahr, das habe ich heute Morgen halt auch versucht, deutlich zu machen. Die schönste Personalbemessung bringt halt nichts, wenn der Arbeitsmarkt leergefegt ist und wir sie nicht erfüllen können, oder Sie, die Krankenhaus. Das ist sozusagen der zweite, dritte Schritt. Und dann kann Verdi noch 100-mal demonstrieren für Personalbemessung, und ich mache es ja auch mit, aber ich sage denselben Verdi-Leuten auch, wenn ich die jetzt einführe, aber wir haben nicht zusammen für mehr Pflegekräfte gesorgt, hilft die niemandem. Sie hilft niemandem. Sie hilft ja nur, wenn dann parallel auch mehr eingestellt worden ist und wird. Es kann halt nur mehr eingestellt werden, nicht nur wenn mehr Geld da ist, sondern wenn erstens mal mehr sich für die Pflege entscheiden, wenn mehr sagen, ich komme zurück in die Pflege, die aus welchen Gründen auch immer gegangen sind, wenn mehr sagen, ich mag vielleicht wieder ein Stück die Stundenzahl erhöhen, weil ich merke, die Arbeitsbedingungen sind besser, weil möglicherweise wir auch einige Fachkräfte aus dem Ausland gewinnen. Also wir müssen ja sozusagen beide Schritte gleichzeitig gehen, Messungsgrundlagen schaffen und dafür sorgen, dass überhaupt Pflegekräfte verfügbar sind, um sie dann auch erfüllen zu können, diese Bemessungsgrundlagen. Nur ein Beispiel, das gleiche haben wir mit den Hebammen auch. Die Hebammen sagen mir, Herr Spahn, 2:1 oder 1:1 Verhältnis Hebamme, Gebärende, Gebärende, Hebamme, wäre aber schon besser. Sage ich, kann ich nachvollziehen, finde ich auch gut. Wahrheit ist, wenn ich jetzt per Gesetz 2:1 einführen würde, würden Geburtshilfen in ganz Deutschland erstmal sagen, ich kann keine mehr annehmen, weil ich habe die Hebammen dafür gerade nicht. Die Hebammen sagen mir, wir haben ja genug Hebammen in Deutschland theoretisch ausgebildet, halt nur nicht in der Versorgung. Da sagen mir viele, ich komme zurück in dem Moment, wo sie 2:1 einführen. Und ich sage, ich kann erst 2:1 einführen, wenn ein paar mehr zurückgekommen sind. Weil sonst mit der Einführung von 2:1 als Schlüssel Versorgung zusammenbricht. Sondern in diesem Spagat sozusagen oder Henne-Ei-Problem oder wie immer Sie es nennen wollen, sind wir da gerade. In der Pflege, bei den Hebammen, in ein paar anderen Bereichen auch. Unterschiedlich extrem jeweils. Und ich versuche halt sozusagen immer wieder mit kleinen Schritten Henne-Ei jeweils ein bisschen nachzuziehen. Bis wir da raus sind. Und die Wahrheit ist, das dauert länger als 6 Monate. Wenn Sie in 6 Monaten sagen, auch als Betriebsrat die Richtung stimmt, und vielleicht haben Sie ja wahrgenommen, so ein paar Dinge haben wir geändert schon die letzten 1,5 Jahre in der Finanzierung,
Wenn Sie sagen, die Richtung stimmt, bin ich schon der höchste Gesundheitsminister der Welt. Also die Untergrenzenverordnung, die jetzt über die Untergrenzenmenge, die hat ja auch durchaus keine negativen Wirkungen. Aber auch, die hat ja auch das Problem, dass sie auch auf den leeren Fachmarkt trifft, da haben Sie völlig recht. Genauso wie eine neue Verordnung, wenn sie denn käme oder wie auch immer. In beiden Fällen ist das Grundproblem ja da. Ne? Und meines Wissens ist aber auch in diesem neuen Modell durchaus eine Übergangsfrist, weil Sie ja das zu Recht auch betonen, auch vorgesehen, wenn man das tatsächlich nicht eins zu eins von heute auf morgen bringen kann. Ne? Das Thema 21 war ja nur der Hinweis darauf, dass das der früheste Einstiegstermin wäre. Also ganz so schnell wird es nicht gehen. Nicht, dass jetzt, wir haben in der Altenpflege gerade die gleiche Debatte. Wir haben jetzt einen 5-7-jährigen Prozess, um in der Altenpflege zur Personalbemessung zu kommen. Wir sind jetzt gerade im Finale des Prozesses. Ich denke mir ja auch oft genug, geht doch eigentlich schneller sowas hoffentlich. Also ich hätte es ja auch am liebsten immer nächste Woche. Aber es gibt halt Dinge, die brauchen ihre Zeit, um sie vernünftig zu entwickeln. Und ich will noch eins noch sagen, Personaluntergrenze ist ein anderes Konzept als Personalbedarfsbemessung. Untergrenze hat vor allem auch das Konzept Patientensicherheit. Wir haben Studien, Kardiologie, wenn sozusagen nach unten hin eine bestimmte Pflege, Patientenverhältnis negativ erreicht wird, durchbrochen wird nach unten, steigt Morbidität. Und das haben wir eben in anderen Bereichen auch. Und deswegen haben wir ja gesagt, für bestimmte Bereiche, wer die Patienten behandeln will, muss mindestens folgendes Personal vorhalten. Das heißt ja nicht, dass nicht Idealbemessung sozusagen anders wäre. Und wissen Sie eigentlich, wie wir diese Mindestbemessung herleiten? Das ist ja keine Rocket Science. Am Ende wurde gesagt, wir schauen uns die Kliniken an, wir haben die Klinikzahlen ja gemeldet und dann wird geschaut, die kann man dann streiten, kann man auch diskutieren, die letzten 20-25% sozusagen im Verhältnis Patient-Pflegekräfte. Dann machen wir einen Strich und dann zwingen wir alle, die da drunter liegen, durch die Untergrenzen mindestens auf den sozusagen 25-prozentigen dazu kommen. Wenn man das aber so macht, und so haben wir es gemacht, wundere ich mich manchmal, dass 100% der Kliniken in Deutschland sagen, sie haben Probleme damit. Weil nach der ganzen Logik müssten eigentlich 75% die Vorgaben erfüllen, jedenfalls nach dem, was sie gemeldet haben im Jahr vorher. So, und das sind dann auch manchmal so die Phänomene, die man so auf der Strecke dann erlebt. Dankeschön. Ja, danke. Das Mikrofon ist schon weitergewandert zu unserer leitenden Krankenhausapothekerin. Die möchte berichten von ihren täglichen Problemen in der und den Lieferengpässen bei der Medikamentenversorgung. Bitte, Frau Heidkes. Ja, vielen Dank. Sie haben es eben ja eben schon selber gesagt, Versorgung mit Arzneimitteln in Deutschland ist irgendwie keine Selbstverständlichkeit mehr. Wir hören das schon lange, es ist mittlerweile in jedem Niveau der Presse angekommen. Für uns ist es auch ein Thema, was uns jeden Tag mehrmals betrifft und bei dem wir verschiedene Probleme haben. Zum einen haben wir ein Problem schon mal nicht. Wir haben nicht das große Problem, dass wir Rabattverträge einhalten müssen und da solche Dinge haben, sondern wir sind flexibel. Und das haben wir ausgenutzt und natürlich probieren wir immer dann halt von einer anderen Firma was zu kriegen, ist überhaupt kein Problem. Wir haben die Möglichkeit, Sie haben es auch gesagt, mit Firmen zu verhandeln, wir können Verträge machen. Wir können Mengen und über Mengen unterhalten, alles das haben wir gemacht. Mittlerweile sind wir an einem Punkt angekommen, dass wir tatsächlich Patienten nicht mehr versorgen können. Wir kriegen viele Medikamente, die wir brauchen, einfach nicht von keiner Firma mehr. Und wir kriegen dazu leider auch keine validen Informationen. Wir gucken auf die Seite vom BfArM. Ja, Sie wissen selber, das ist nicht so richtig gut, was die Informationen, die dort ankommen. Wir sprechen mit den Firmen, auch da gibt es viele Firmen, die selber nicht so genau wissen, was passiert eigentlich. Die Informationen, die man bekommt, zeigen, es hängt häufig an so Kleinigkeiten wie, naja, da ist mal eine Charge vom Rohstoff nicht in der Qualität, wie wir es brauchen und sofort führt es dazu, dass es irgendwie schwierig wird. Vieles fangen wir auf, zumindest kurzfristig, weil wir eine 14-Tage-Pflicht zur Bevorratung haben. Das heißt, zumindest alles, was man innerhalb von 14 Tagen regeln kann, funktioniert. Aber tatsächlich, Herr Krug, den kenne ich alles. Was machen wir? Ja, also den ich kenne es die Lösung. Ja, ich glaube, es gibt tatsächlich eine Verpflichtung, zunehmende Verpflichtung zur Transparenz und wir brauchen eine Lagerhaltung bei den Herstellern. Weil wenn ich sehe, wie es ist irgendwas nicht in Ordnung, eine Charge fällt aus, der Hersteller ist von jetzt auf gleich nicht lieferbar, alle kaufen beim zweiten Lieferanten in Deutschland und es ist einfach, sofort ist der Markt tot. Und das betrifft natürlich alle. Und vielleicht muss man auch darüber nachdenken, ob es gewisse Produkte fürs Krankenhaus einen anderen Stellenwert haben sollten als für die ambulante Versorgung. Da gibt es mit Sicherheit auch gewisse Wirkstoffe. Und
Ein Beispiel habe ich mitgebracht und das finde ich tatsächlich für mich fast am schwierigsten. Da sagt mir eine Firma ein Jahr nach Einführung von der Serialisierung mit Secofarm, sie können ihr Notfallmedikament für einen Asthmaanfall nicht liefern, weil sie die Serialisierung nicht umsetzen können. Das finde ich schwierig. Apotheken wurde gesagt, ihr müsst das umsetzen. Wir haben das einfach alle umgesetzt am 9. Februar letzten Jahres. Und die Industrie kann ein Jahr später sagen, wir liefern nichts, weil wir es nicht hinkriegen. Ich glaube, auch da hätte man vielleicht andere Möglichkeiten finden müssen, auch die Lieferanten dazu verpflichten. Nee, weil er es nicht hingekriegt hat, darf er nicht liefern. Ich meine, das war die Verpflichtung. Ich kann ja schlecht irgendwie die Firmen besetzen, irgendwie Soldaten, Panzer, Polizei und sagen, ich übernehme jetzt hier die Produktion. Das ist ja so ein bisschen das Problem, in dem wir da im Moment auch sind. Dass das ja auch so ein bisschen, wir schützen die Industrie vor sich selbst, in so einem Lemminge-Verhalten ist. Weil ich weiß so genau wie es war vor 4 Jahren, vor 5 Jahren, vor 10 Jahren in Diskussion. Stand in aller Regel in jeder Bürgerdiskussion einer auf und hat gesagt, warum sind die Arzneimittelpreise in Deutschland so hoch? Warum haben wir die höchsten in Europa, die müssen runter. So, dann haben wir sowohl für den patentgeschützten Bereich vor 10 Jahren Preisverhandlungen eingeführt und Nutzenbewertung, was dazu führt, dass wir auch im patentgeschützten Bereich im ersten Jahr unbegrenzte Preismöglichkeiten haben, aber ab dem ersten Jahr nicht mehr. Was dazu führt, dass auch mittlerweile das, was früher andersrum passierte, in Deutschland aufgekauft wird und nach Großbritannien in andere Länder gebracht wird, wo die Preise höher sind. Das war früher immer umgekehrt. Und dann haben wir die Rumänen, haben bis heute das Problem, der rumänische Kollege hat es andersrum. Da wird aufgekauft und zu uns gebracht. Und dann haben wir das Thema der Generika, wo wir ja durch Ausschreibung, Rabattverträge, ich weiß noch, als wir das eingeführt haben, ich bin ja schon ein paar Jahre dabei, kleine Unterbrechung, aber in der Gesundheitspolitik, haben wir alle gedacht, die Preise gehen so 30-20% runter, wenn es gut läuft. Die haben Preisrabatte von 90-95, zum Teil 105% gegeben. Mit nur einem Ziel, Marktanteil haben und danach mal wieder gucken. So, was ist passiert? Sie haben die Preise nie wieder hochgefüllt. Und dass du mit einem Preisnachlass von 95% nicht mehr die ganze Produktion in Ulm hast, liegt irgendwie auch in der Natur der Sache. Und Sie, jetzt sind wir auch mal ehrlich miteinander, in den Krankenhäusern haben auch munter verhandelt. Ist ja jetzt nicht so, als wenn Sie nicht auch die Preise, wo es ging, also Sie in Leverkusen nicht vielleicht, aber ansonsten versucht haben, da unten. Das ist ja legitim, das ist okay, aber alle haben versucht, Preise runter. Was dazu geführt hat, dass jetzt eben Wirkstoffherstellung in nicht geringem Umfang in China und Indien stattfindet, was per se noch nicht ein Qualitätsproblem ist. Unsere Zulassungsbehörden und Überwachungsbehörden, wie die amerikanischen auch, ist wie beim Autofabrik. Die betreten die Fabrik und die sieht genauso aus, als stünde hier. Das ist nicht das Thema. Das Thema ist nur, da ist ein Wirkstoffhersteller, der beliefert alle 10 Unternehmen hier in Europa. Und wenn der eine ausfällt, können alle 10 nicht mehr liefern, weil alle nur von dem einen abhängen. Die Ketten sind zu eng geworden, zu klein geworden. Und jetzt kommt noch das Coronavirus dazu, das uns ja auch noch beschäftigen wird in der Frage, wenn aus China dann in 3-4 Wochen, wenn die Container dann eben nicht mehr, sind ja alle noch mehr unterwegs, die da abgeschickt wurden vor 3 Wochen, aber irgendwann nicht mehr ankommen und die Produktion noch nicht wieder begonnen hat, haben wir das Thema nochmal verschärft. Aber wir hatten es schon. Und deswegen gibt es jetzt 2 Dinge zu tun. Der Bundestag hat am Donnerstag ein Gesetz auf unserem Vorschlag hin beschlossen für Kurzfristmaßnahmen, auch Meldepflichten zu erweitern, damit wir einen besseren Überblick haben. Die Möglichkeit für unsere Behörden, Lagerhaltung anzuordnen, auch in größerem Umfang bei Medikamenten, wo Engpässe absehbar sind. Aber die Wahrheit ist natürlich, wenn ganz Europa Lagerhaltung anordnet, die anderen Kollegen sind genauso unterwegs, dann wird es halt auch wieder eng an manchen Stellen. Und der zweite Teil ist jetzt mittel- und langfristig, damit haben wir uns am Donnerstag in Brüssel mit den Gesundheitsministern der Mitgliedstaaten beschäftigt, wie wir wieder Produktionskapazitäten zumindest mal zusätzlich auch in Europa haben und eine größere Vielfalt bei der Wirkstoffherstellung schaffen. Die Wahrheit ist aber natürlich, das ist nicht in 2 Monaten. Es gibt so viele Dinge, die brauchen halt manchmal, dann, wenn du so einen Tanker umsteuerst, die dauern dann das. Man wird ja denken, Markt, Bedarf, Mangel, also wird das Angebot größer. So ist ja klassische Markttheorie. Aber in einem Bereich, wo du allein für das Aufbauen deiner Produktionsstätte 4 Jahre brauchst, der Impfstoff im Zweifel noch länger, reagiert halt kaum jemand so schnell reagieren auf diese Marktveränderungen. Und das ist das, ich bin gut im Beschreiben, aber vor allem eben Kurzfristmaßnahmen haben wir ergriffen. Die werden auch ihre erste Wirkung entfalten. Der zweite Teil, den wollen wir während der Präsidentschaft stärker zum Thema machen. Wir müssen auch europäisch lösen. Und die Frage, dass bei Vergaberecht es nicht nur um Preis geht, sondern auch um Standort, das müssen wir noch klären.
Ja, vielen Dank. Vielleicht haben wir noch Zeit für eine weitere Frage, die kennen wir alle. Die Notfallpraxen sind täglich und am Wochenende insbesondere überlaufen, auch die Notfallambulanzen der Krankenhäuser. Sie haben ein neues Gesetz eingebracht im Dezember zur Reform der Notfallversorgung. Und hier hat unser Vorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung, Herr Dr. Oesterholz, eine Nachfrage. Herr Minister Spahn, ich habe da drei Fragen eigentlich zu. Und zwar, wir haben einen sehr intensiven Kontakt mit dem Klinikum, mit der Notfallpraxis. Wir versorgen hier zusammen so circa 80.000 Patienten im Jahr im Notdienstbereich. Schon eine ganze Menge. Wir haben jetzt eigentlich vor, das noch enger zusammenzufassen, so wie Sie es eigentlich auch planen, in der Notfallversorgungspraxis, die 24 Stunden geöffnet hat. Da würden sich so drei Fragen eigentlich anschließen. Erstens, wie wird das finanziert? Weil Sie wissen, dass der Notdienst eigentlich im ambulanten Bereich sehr unterfinanziert ist, ein Riesenproblem. Zweitens wäre die Frage, wie verhindern Sie die Regelversorgung in der Notfallpraxis? Weil wir haben aktuell in Leverkusen 26% der Patienten, die eigentlich gar nicht tagsüber mehr zum Arzt gehen, sondern nur noch die Notfallpraxis besuchen. Und die dritte Frage wäre eigentlich, wie soll... 26% der Patienten in der Notfallpraxis ankommen oder 26% der Patienten in Leverkusen? Nein, so schlimm ist es nicht. Also 26%, die in der Notfallpraxis ankommen, sagen von sich aus, ich gehe gar nicht mehr in die Regelversorgung, sondern gehe nur noch in den Notdienst und lass mich da versorgen. Also das ist das zweite Problem. Und das dritte Problem, wie soll das langfristig gehen, wenn 24 Stunden Vorbehaltung ist, wird dann das ambulante System sozusagen Add-on-System werden in der Notfallversorgung oder eigentlich nur auf diese Praxis konzentriert werden? Also das erste ist normal, aber in der Problemanalyse sind wir uns, glaube ich, relativ einig zwischen niedergelassenem stationären Bereich und den anderen Bereichen ist, wir brauchen definitiv, das ist der Ausgangspunkt, eine bessere Steuerung, weil so wie es ist, ist es unbefriedigend. Und Sie haben ja einen Teil, der sich dann schon wieder ergeben hat, beschrieben, aber den haben wir ja vorher schon gehabt. Was ja dazu kommt, was mich auch immer wieder aufs Neue ein Stück verzweifeln lässt an die Menschheit, wenn du mittlerweile die Berichte so kriegst, wie wenig Verständnis bei dem mit dem eingewachsenen Zehennagel ist dafür, dass wenn der Schlaganfall reinkommt, der vielleicht vorgeht. Also, wir haben Mittwoch im Kabinett ein Gesetz, das nochmal auch medizinisches Personal strafrechtlich zusätzlich schützen soll, weil sie alle immer häufiger erleben, wie in Wort und Tat da auch angegriffen wird. Ich finde allerdings, das habe ich auch gesagt, wenn man sowas gesetzlich regeln muss als Gesellschaft, haben wir die Debatte eigentlich schon verloren. Also man fragt sich ja, wie Leute so auf die Idee kommen, wie sie denn mit Leuten, die eigentlich sie behandeln wollen, schützen wollen, die im Noteinsatz sind. Also generell ist Beleidigen schon mal nichts, aber dann ist es fünfmal schon mal nichts an der Stelle. Und das sagt ja alles, was darüber aus, wie die Stimmung dann da auch so ist. Sicherheitsdienste, Notfallambulanz und anderes mehr. Unter anderem, weil da eben auch nicht die sitzen, nur die da hingehören. So, deswegen wollen wir besser, auch Triage oder wie man sie es nennen wollen, ist nicht das ideale Wort dafür, das schon bei F6, F7 und 112 nicht zusammengeführt, aber besser miteinander verzahnt. Sozusagen das Register gezogen wird von, Sie haben seit 4 Wochen Rückenschmerzen, nächsten Dienstag hat der Orthopäde bei Ihnen um die Ecke einen Termin frei, der gehört nämlich gar nicht am Wochenende in irgendwas, der seit 4 Wochen seine Rückenschmerzen hat, einen Hausbesuchsdienst, der bei Ihnen vorbeikommt, weil so wie Sie das beschreiben, ist besser, es kommt jemand vorbei, über, kommen Sie mal bei uns bei der Bereitschaftsdienst der KV vorbei, idealerweise dann eben in einem Tresen im Krankenhaus bis zur Notfallambulanz, bis hin zu 112 muss ich auf den Weg. Und das erstmal im ersten Schritt besser zu steuern, dann im zweiten Schritt dann im Krankenhaus an dem Tresen besser zu steuern. Sozusagen, dass der Patient gar nicht merkt, ist das jetzt die KV oder das Krankenhaus. In der Frage, wer behandelt mich gerade und das Abrechnen und das alles, dass wir das sauber lösen, dass auch auskömmlich ist, bin ich auch bei Ihnen. Dass aber das gut aus einer Hand angeboten wird. Da sind einige regional schon sehr weit, das weiß ich, wie Sie es auch hier für Leverkusen dann ja beschrieben haben, aber in anderen Regionen in Deutschland ist da noch gar nichts passiert, wie wir das hier schon in Teilen haben. So, das wollen wir stärker befördern und dabei müssen wir dann auch miteinander nochmal schauen, was jetzt welche Anreize. Die 24-Stunden-Praxis hat natürlich sozusagen einerseits auch aus der Service-Idee und dem Angebot heraus ja auch was für sich als Botschaft, aber das Ziel soll natürlich nicht da sein, dass der eigentlich sich ja den Termin beim Fahrrad holen können, jetzt dann mal denkt, doch, dann kann ich ja abends um 10 in die Notfallpraxis gehen, ist ja jetzt egal, passt gerade gut. So, aber da die richtige Balance zu finden, das müssen wir jetzt halt miteinander im Rahmen setzen, in der Gesetzgebung und dann in der Umsetzung hinbekommen. Und gute Tipps, also Sie wissen eins, glaube ich, haben Sie hoffentlich alle, hoffentlich, gemerkt in den letzten 2 Jahren.
wenn wir einen Gesetzentwurf machen, und das meine ich auch so, das ist der Ausgangspunkt einer Debatte. Wir machen den abgewogen und aus Überlegungen heraus, aber wir sagen nicht, wir sind jetzt irgendwie, haben immer recht und ändern nichts mehr. Dann finde ich, braucht man keine Debatte mehr führen, wenn man sagt, bleibt eh alles so, wie es ist. Dann können wir auch anders Gesetze machen. So, und deswegen machen wir ja gerade ein Verfahren, wo Sie Stellung nehmen, die Krankenhäuser Stellung nehmen, die Facharztgruppen, die beteiligt sind, Stellung nehmen und andere auch. Und daraus werden wir jetzt dann nochmal den Entwurf auch überarbeiten und anpassen. Und danach geht er ja nochmal im Parlament auch noch durch 6 Monate Verfahren. Und ich glaube schon, dass dann die Gelegenheit miteinander ist, das Ding halt noch besser zu machen und die Fragen, die Sie adressieren, auch zu beantworten. Deswegen haben Sie ja heute gestellt. Ja, ganz klar. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Osterholz. Bei dem nächsten Thema kümmert sich der Leiter eines Fachbereiches darum, wie er abrechnet und stellt sich die Frage, wie kommen wir in den Prozess der Entbürokratisierung weiter. Herr Rundahl, bitte. Ja, guten Tag. Ich bin zuständig für Personal im Bereich. Wir haben folgendes Problem, und zwar, wenn wir einen Patienten bei uns aufnehmen, bei Privatpatienten beispielsweise, musste 10 Unterschriften leisten. Das ist mehr, als wenn ich zum Notar gehe, eine Wohnung kaufe und die finanziere. Das bekomme ich mit viel weniger Unterschriften hin. Das ist ein, der Text ist länger, gebe ich Ihnen recht, aber der Aufwand, den man da betreiben muss, ist ein Heidenaufwand, das zu administrieren, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite, mit dem gesamten administrativen Aufwand, wenn der Patient dann bei uns entlassen wird und wir bei der Unterbringung der Sozialdienst an Grenzen stößt, haben wir ein Riesenproblem, wenn die Rechnungen werden uns ab 2020 mit 300 Euro belastet. Und ich kann Ihnen sagen, wir haben hier Kolleginnen aus dem Sozialdienst, die bei Einzelfällen bis zu 90 Telefonate leisten müssen, um eine Unterbringung zu generieren. Ich weiß auch, dass es eine Entscheidung des Bundessozialgerichts von November gibt, wo man sagt, Krankenhäuser können das dann auch abrechnen. Aber ehrlich, die Krankenkassen respektieren das derzeit nicht und wir sind auch gar nicht dazu softwaretechnisch in der Lage. Also dieses Thema Bürokratisierung, das Sie aufgegriffen haben, ist aus meiner Sicht eine erhebliche Hebelwirkung, um im Gesundheitswesen weiterzukommen. Also es sind ja 2 Dinge. Das eine ist die vielen Unterschriften, die man immer wieder haben muss, die natürlich am Ende rechtliche Absicherung sind. Das fängt an bei so Dingen wie der DSGVO, der Nutzung von Daten, bis eben hin zur Frage von Haftung, Informationen, Aufklärung, vieles anderes mehr. Die Frage ist ja, ob wir nicht im digitalen Zeitalter mal dahin kommen, dass sozusagen das Einverständnis erklären, muss jetzt nicht so sein wie bei Facebook, dass man am Ende überall Ja klickt und keiner mehr weiß, was er eigentlich geklickt hat. Man soll schon auch wissen, worum es geht, ob man das nicht anders gestalten kann. Übrigens hat ja diese DSGVO, diese berühmte Datenschutzgrundverordnung, über die wir alle immer mit vielen Emotionen diskutieren, an vielen Stellen auch Dinge klargestellt, die immer schon galten. Sorry, ich mache nur eine kleine Mini-Anekdote, aber die läuft mir immer wieder über den Weg. Kam ein Arzt zu mir und beschwerte sich in der Veranstaltung, Herr Spahn, Sie mit Ihrer DSGVO und überhaupt und sowieso, jetzt dürfen wir schon im Wartezimmer gar nicht mehr den Namen des Patienten ausrufen, wenn er kommen soll. Ich denke mir, okay, dann haben wir jetzt wieder angestellt, geht zurück ins Ministerium, fragt die Kolleginnen und Kollegen, was haben wir denn da gemacht? Sagen die, Herr Spahn, die Wahrheit ist, es war noch nie erlaubt, den Namen des Patienten über irgendeinen Flur zu rufen. Das haben halt alle gemacht. So, jetzt schieben es alle auf die DSGVO. Aber die Wahrheit ist halt, das Regelwerk gab es vorher schon, wie man Patientendaten eigentlich, wie damit so umzugehen ist. Und vieles ist halt sozusagen auf einmal nochmal bewusst geworden, was eigentlich immer schon galt bei den sensibelsten Daten, die es gibt, nämlich Gesundheitsdaten und den Unterschrift. So, zu den Abrechnungen. Das ist jetzt eine ganz lange Debatte. Wir haben ja das MDK-Reformgesetz gehabt. Wir haben übrigens den medizinischen Dienst, das ist eine 20-Jahres-Debatte. Habt ihr irgendwie auch hier zum Vorsatz genommen, mal Debatten, die seit 20 Jahren gehen, ob es Masern ist, Organspende oder medizinischer Dienst, mal zu einer Entscheidung zu führen. Seit 20 Jahren reden wir darüber, den medizinischen Dienst rauszulösen aus den Kassen. Weil ja immer der latente Vorwurf da ist, die arbeiten für die Kostenträger, also wollen sie Kosten drücken. Jetzt ist es der MD, der medizinische Dienst, auch organisatorisch in eine eigene Einheit überführt, sogar mit Ärzten, Patienten, Pflege, Vertretern in den Verwaltungsratsgremien, auch das war ein großer Kampf, kann ich Ihnen sagen, das überhaupt durchzusetzen.
Und gleichzeitig haben wir eben das Thema der Krankenhausabrechnung und der Prüfungen, der der eine oder andere sicherlich im Alltag mal was da erlebt. Wo wir halt die Situation hatten, dass beide Seiten ein Stück hochgerüstet hatten, sage ich jetzt auch mal. Also auch da nehme ich zum dritten Mal heute Leverkusen aus. Aber sowohl die Krankenhäuser haben ja in Teilen ihre Abrechnungsstellung optimiert. Auch da gab es Berater für und Software. Und die Krankenkassen haben ihre Abrechnungsprüfung optimiert. Auch da gab es Software und Berater für. Und dann war das so ein, wir rüsten gegenseitig hoch, technologisch, und alles wurde immer irrer rund um die Krankenhausabrechnung. Und das haben wir jetzt ja versucht, mal auf ein Normalmaß wieder zurückzuführen, mit Quoten, mit Mechanismen wie Schlichtungsverfahren, mit Vorprüfungen und was Strukturqualität und anderes angeht. Jetzt müssen wir einfach mal schauen, wie es wirkt. Jetzt zu den Langliegern. Ich habe mal so viele Themen auch einmal angesprochen, letzter Teil. Langliegern. Eins ist wichtig mit dem neuen Pflegebudget und der Refinanzierung der Pflegekosten. Der Teil der Kosten kann Ihnen nicht mehr in Frage gestellt werden. Das ist ein wichtiger qualitativer Unterschied. Heißt also, wenn die Kasse sagt, warum habt ihr den in 7 Tagen behalten, hättet ihr noch 5 gehen müssen, und stellt die Rechnung in Frage. Egal wie das Verfahren ausgeht, die 2 Tage Pflegekosten, die in den DRGs sind, die kriegen Sie in jedem Fall finanziert. Die bleiben bei Ihnen. Und das ist schon mal qualitativ ein ziemlicher Unterschied zu dem, was wir vorher hatten. Weil es ist je nach DRG der Pflegekostenanteil sozusagen unterschiedlich gewesen und das Pflegebudget, das dann damit verbunden ist. Aber zumindest ist so ein Teil des Geldes dann auf jeden Fall da. Und wie wir dieses Thema der Liegelänge, auch in der Frage Kurzzeitpflege, jetzt ja in NRW ein Thema in Krankenhäusern und anderes mehr, besser adressieren, damit beschäftigen wir uns auch gerade mit den Ländern. Weil ich weiß, dass das am Ende auch häufig ein Angebotsproblem ist, wo man halt sozusagen gar keine Chance hat, dem Patienten eine entsprechende Folgeversorgung zu organisieren. Aber glauben Sie mir eins, Sie haben es nicht so gemeint, aber ich kriege ja die Tage wieder sehr erboste Krankenhausgeschäftsführer und Abrechner vor mir. Wir werden nicht morgens wach, um Sie zu ärgern. Und das Ganze entsteht halt aus dieser Situation heraus, gerade bei den Krankenhausabrechnungen, es ist super komplex geworden. Was genau dahinter steckt, kann kaum noch einer erklären. Und alle haben versucht, es zu optimieren. Und deswegen bin ich ja auch, ich bin ja nicht verbohrt in der Frage, ob wir in der Krankenhausfinanzierung nicht doch nochmal wieder einen größeren Schritt irgendwann gehen müssen, um da rauszukommen, weil sie es irgendwann zu Ende optimiert haben. Aber der Schritt, und dann sind wir wieder bei dem ersten Teil der Debatte, muss dann halt etwas größer sein. Haben wir nur Zeit für eine Frage, Herr? Eine schaffen wir noch. Eine schaffen wir noch. Dann Herr Dr. Färber, bitte. Unser Nephrologe zu dem Thema Organspenden. Danke, Herr Zimmermann, als Gastgeber. Schöne Veranstaltung, Herr Minister. Seit 30 Jahren im Bereich Organspende, Organtransplantation tätig, über die Uniklinik Bonn gekommen. Wir haben sicherlich ein ausgeklügeltes System. Früher war es einfacher. Man war mit wenig Mechanismen versehen. Heute ist es komplexer. Aber es wird meiner Erwartung nach nicht die Anzahl der potenziellen Organspender vergrößern. Wenn Spanien immer so in den Vordergrund gerückt wird als Vorzeigeland, könnte man sich in Deutschland das spanische System vorstellen, wo es der da heißt, nicht die rein klassische Hirntoddiagnostik, sondern möglicherweise der Herztod bei noch partiell bestehender Atmung denkbar? Wäre das ein Thema? Kurze Antwort? Nein. Ich habe gerade mit den Schülern in Kerpen, wie gesagt, über Organspende diskutiert. Und den nächsten Teil der Debatte haben wir fast über die Hirntoddiagnostik geführt. Die hat sich sehr intensiv mit dem Hirntod beschäftigt und was das eigentlich heißt, wie man den feststellt und wie die Kriterien so sind. Und jetzt ist Hirntod schon mal anerkannt irreversibel. Herztod, und da bin ich gar nicht der Arzt hier, sondern Sie alle, aber viele, ist da nochmal anders gelagert. Und meine Sorge wäre, wenn wir diese Debatte anfangen, dass wir erstens sowieso viel mehr Probleme in der Abgrenzung haben, aber zweitens auch ganz schnell in der öffentlichen Debatte nochmal eine ganz andere Stimmungslage sozusagen da drin. Und viele andere Länder auf der Welt zeigen ja auch mit der Hirntod sozusagen Fokussierung, die tatsächlich irreversibel ist, per Definition kann man höhere Spenderzahlen erreichen. Was ja dafür wichtig ist, sind die Abläufe in den Kliniken. Auch das ist ja von Spanien und anderen Ländern lernen. Das gilt seit 1.4. letzten Jahres, ist jetzt in der Umsetzung. Freigestellte Transplantationsbeauftragte, neurologische Konsiliardienste in einer Region, die auch dann die Hirntoddiagnostik vornehmen können, wenn die kleineren Häuser das möglicherweise eben sagen, ist eigentlich eine Nummer zu groß.
für uns, Beratungsleistungen, die da sind, regional und anderes mehr. Eine bessere Finanzierung, dass das Entnahmekrankenhaus, wenn der OP stillsteht, nicht auch noch bestraft ist finanziell, sondern angemessen dann auch das sozusagen ersetzt und finanziert wird und alles. Das haben wir geregelt. Der zweite Teil, wie gesagt, hätte ich mir anders gewünscht. Aber es ist jetzt auch erstmal zu einer Entscheidung geführt. Es ist das erste Mal in 70 Jahren Bundesrepublik gewesen, dass der Bundestag überhaupt darüber abgestimmt hat. Das war schon mal ein Fortschritt an sich. Zu meiner eigenen Überraschung, wenn ich das hier so sagen darf, in Mehrheit die Christdemokraten sogar dafür gestimmt haben. Das habe ich am Anfang gar nicht mit gerechnet. Und am Ende die relativ geschlossene Situation, Abstimmungsverhalten von AfD und Grünen dazu geführt hat, dass es nicht geklappt hat. Also man hat auch gesehen, wie in der Debatte sozusagen die Verhältnisse sich anders wiedergespiegelt haben beim Abstimmen, als ich es beim Beginn der Debatte vermutet hätte, wer da so dafür und dagegen stimmt. Was mich halt einfach optimistisch macht, entweder ich habe Unrecht und durch die neue gesetzliche Regelung haben wir in 2, 3, 5 Jahren deutlich mehr Organspende, dann habe ich gerne Unrecht, dann bin ich ein glücklicher Mensch, oder wir haben das nicht geschafft. Und dann wird man über die Widerspruchslösung nochmal ganz anders, denke ich, auch diskutieren können, weil dann auch klar ist, nur einfach mit noch mehr Broschüren lösen wir das Problem nicht. So, und ich glaube, dieser Zwischenschritt, der war jetzt offensichtlich nochmal nötig für die Akzeptanz. Aber meine Sorge wäre, um zu Ihrem Ausgang zurückzukommen, wenn wir die Debatte da auch noch integrieren, und ich selbst wäre da sehr zurückgehalten, um das auch klar zu sagen, dann geht das ganz anders aus. Deswegen bleiben wir lieber bei dem, was wir auch gemeinsam im Konsens in Deutschland zur Frage der Todesfeststellung da gefunden haben. In diesem Sinn sehen Sie mir nach, dass nicht ganz noch die letzte halbe Stunde wir Diskussionen schaffen, aber mir war es in jedem Fall wichtig, auf jeden Fall hier gewesen zu sein, einmal mehr in Leverkusen. Sie müssen ja im Zweifel auch noch ein bisschen Tagwerk heute verrichten. In diesem Sinne, Dankeschön und alles Gute. Das letzte Wort demjenigen zu erteilen, der auch begonnen hat mit seinem Verein. Das ist unser erster Direktor, Herr Dr. Zubehn. Dankeschön. Ja, ich würde es auch mal ohne Mikrofon machen. Und es ist toll, dass Sie Zeit genommen haben. Wir kommen jetzt unzweifelhaft zum richtigen Höhepunkt dieser Veranstaltung. Ich bin in einem Vorgespräch gefragt worden, welche Erwartungen ich denn an unser Zusammentreffen habe. Und ich habe das so gesagt: Ein Besuch hinterlässt immer Spuren und man nimmt auch immer was mit. Oder mit anderen Worten, es bleibt was hängen. Und ich weiß, warum Sie hier hingekommen sind, denn Ihr Vorgänger, Herr Gröhe, hat Ihnen gesagt, du musst unbedingt während der 5. Jahreszeit nach Leverkusen, denn da triffst du auf ein Klinikum und hier ist ein Alleinstellungsmerkmal. Das schon eine Woche vorher anfängt. Nein. Arsch geht doch letztendlich an. Das hört ja gar nicht auf. Mit dem Arsch ist es viel schon mal. Es ist so, wir haben Alleinstellungsmerkmal. Wir sind das einzige Krankenhaus, was eine eigene Krankenhaus-Karnevalsgesellschaft hat. Und wir sind richtig eingetragen, wir sind groß. Und hier in der Region doch ein wesentlicher Bestandteil. Und somit darf ich Kraft meines Amtes, etwas, was sich heute wirklich verdient haben, den Bereich, nämlich den diesjährigen Orden der Krankenhausgesellschaft des Klinikums. Nee, was soll man sich in diesen Tagen mehr wünschen? Wir Münsterländer sind ja die Brasilianer Westfalens. Insofern gibt es bei uns auch Karneval. Ich war schon mal Kinderprinz und freue mich. Dankeschön.